Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es von mir mal wieder ein Stück der SSO-Story. Oh mein Gott, es ist so lange her, dass ich da mal wieder was aufgenommen habe zu. Und ja, tatsächlich werde ich das heute sogar wieder machen. In der letzten Folge haben wir ein Madison-Quest gemacht mit ihrem Gemo, der weg war und wir hatten ihn gerade gefunden und ja, da müssten wir jetzt eigentlich weitermachen, aber ich bin kein Starwilder. Wir können da nicht weitermachen. Deswegen machen wir heute bei Mandy weiter. Da haben wir nämlich noch einen Quest, der ein bisschen verbuggt war. Also den hat man eigentlich, ist das auch ein Quest, den man als Starwilder hat, aber der hat bei mir total rumgesponnen damals. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war, aber er hat rumgesponnen. Und jetzt habe ich den noch. Als nächstes mal, deswegen machen wir den heute. Und dann haben wir hier auch noch. Ne? Hallo? Dann haben wir hier noch so. Wir haben noch bei Konrad Marcin und im Shopping Center haben wir noch was. Sela will auch mit uns reden. Und Maya hat die Zirkusquest noch für uns. Also würde ich sagen, haben wir erstmal noch genug zu tun als Nicht-Arbeiter und ja, deswegen wollte ich sagen, fangen wir jetzt mal an und gucken mal, wie das hier mit Mandy noch so weitergeht. So, und wir starten jetzt einfach mal. Ja, okay, Pferd. Ich habe ein ganz kleines bisschen gelevelt, aber nicht wichtig. Es wäre wirklich toll, mehr von Modern zu sehen. Danke, dass du mich mit auf deine Tour nimmst. Hey, du solltest voranreiten, Liv. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Ich trabe auch immer direkt los, wenn ich ausreiten gehe. Immer. Also auch im echten Leben, ne? Ist, ja, logisch. Wer macht das nicht? Ich habe auch keine Ahnung, wo die hin will. Und wo reiten wir hin? Reiten wir hier lang? Oder... Okay, nein, da nicht. Okay, wo reiten wir hin? Ja. Oh, Mandy, reist weit. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Ja, es ist ein wundervoller Tag, Leute. Ja, nicht so, dass dein Pferd dezent schneller ist als meins, ne? So, Mandy, ja. Wo reitet man denn hin, ne? Ich habe einen schönen Sattel drauf. Ich könnte meine Möwe mitfliegen lassen. Wieso habe ich sie denn? Jetzt reiten wir hier hoch, oder? Mandy sagt nichts. Ich finde ja auch so schön, dass die NPCs in SSO alle ohne Zügel reiten. Ist euch das mal aufgefallen? Die reiten alle so frei. Die haben keine Zügel. Mandy, wo geht's hin? Hier runter? Ja, okay. Finde ich gut. Ja, das ist Konrad Marcis Schmiede. Der will auch noch mit uns reden. Lass uns lieber schnell gehen. Bevor er merkt, dass ich hier bin. Hallo, hopp. Ja. Was soll man den Ton leider machen? Danke, dass du mit dir rum bist. Ja, so. wer reitet denn hier vorne weg? Also, ich bin's nicht. Was hat die eigentlich? Ah, das sah von hinten aus, als hätte die kurze Haare gehabt. Die hat ja keine kurzen Haare. Mandy, wo willst du denn hin? Ich weiß, dass das... naja, eigentlich nicht. Du musst dich halt nur damit abfinden können, dass die ziemlich zickig sind. Ja, reiten können die auch nicht wirklich. Also wir können aber ohne Züge reiten, das kann ich auch. Ich weiß, dass der Quest bei mir rumgebackt hatte, irgendwie hier hinter dem... Du galoppierst doch schon, du dummes Kind! Sorry für den Ausdruck. Hier hinten hatte der rumgebackt. Ich weiß nicht mehr warum, aber hier hinten hatte der irgendwie rumgebackt. Und ab hier ging dann irgendwie nicht mehr weiter. Ach genau, kann auch sein, dass er hier, ich weiß gar nicht, was sie jetzt gesagt hatte, dass er hier nicht mehr weitergeht. Also, ich sage nur, wow, ich habe nichts zu Hause, was dem hier ähnelt. Tja, ist halt Jovik, ne?
Ist der Quest damit jetzt beendet, oder? Okay. Neuer Ruf. Super. Wir gehen einmal. Was haben wir denn noch? Ich würde sagen, dass wir uns mal, also die Quest hier mit einer Rettungsbench, die ist bei, auf Südhof. Gute Deutsch. Die können wir nicht machen, weil da kommen wir nicht hin. Die Fähre fährt zwar, aber nicht bis zu uns. Das ist das Problem. Das heißt, ich würde sagen, ich mache einfach mal das reiterlose Pferd bei Maya, das in die Zirkus Quest, was wollte ich jetzt nicht? Oh, hallo, Stars, der reagiere. Ja. Dass ich einfach mal so ein bisschen die Zirkus Quest mache, die finde ich nämlich toll. Und wir machen jetzt die Zirkus Quest. Du hast nicht so viel ein Pferd verloren. Ein großes, scheckiges Mädchen. Es handelt sich, glaube ich, um ein Zugpferd. Tut mir leid, dass ich es leider nicht genau beschreiben kann, aber derartige Pferde sieht man ja nicht allzu oft. Besonders nicht solche, die so ein Temperament haben. Sie ist so... Weißt du was? Warum siehst du dir die nicht am besten selbst an? Vielleicht findest du ja aus, wenn sie gehört. Ich möchte das lieber regeln, bevor der Chef davon Wind bekommt. Wir haben hier im Reitlager viele Neuankömmlinge, die sich nicht so gut in Pferden auskennen wie du. Schließlich wollen wir nicht haftbar gemacht werden. Das ist irgendwie kein korrektes Deutsch. Du findest sie in der Nähe des Docks am Strand in westlicher Richtung von hier. Ja, ich weiß, wo sie ist. Hallo Pferd, ich wollte in die andere Richtung. Ja, da wollte ich hin. Super. Du bist noch nicht so weit gelevelt, aber laufen kannst du trotzdem. Da bin ich jetzt ganz positiv gestimmt. Guck mal dahinter. Was ich hier schön finde, bei uns ist ja jetzt noch alles auf der Karte markiert. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, Pferd, du kannst springen. Ich vertraue dir das an, Pferd. Du schaffst das. Und hopp. Ja, prima. Oder auch nicht. Ich fühle mich gerade schon wie Mädchen, weil im Pferd muss ich auch mal hopp sagen, wenn es springen soll. So, hallo, Sie. Möchtest du mitkommen? Das muss das Pferd sein, von dem Maya erzählt hat. Ja, wie komme ich denn nur darauf? Was ich mich frage, sie hat gesagt, es ist ein scheckiges Pferd, aber das... Es ist doch kein Schecke, das ist ein Rappen mit weißer Mähne. Am Samstag ist ein Notiz befestigt. Eigentum des wunderbaren Yildiz, fast gebunden, bis es um Nimmers Hochland zurückbringt. Zusammen mit jeder Art von Fracht und Gepäck, es winkt eine fürstliche Belohnung. PS, falls sie sich stur anstellt, helfen Kekse weiter. PPS, aber nicht so viele, egal wie sehr sie auch bettet. Ja, moin. Zufälligerweise habe ich jetzt einen Pferdekeks dabei. Hab ich immer mit? Okay, zufälligerweise steige ich jetzt sogar noch mal ab, um dieses Pferd zu füttern. Nicht mit dem Eichhörnchen, sondern mit dem Keks. Ja, okay, also ich halte, wenn ich meine Pferde im echten Leben fütter, halte ich das auch so immer so neben das Pferd, statt zum Pferd. Und mein Pferd frisst dann natürlich auch immer in die Luft. Das ist, voll normal. Das macht jedes Pferd so. Auch im echten Leben. So, sie, dann beweg mal deinen Poppers. Lauf sie. Ja, ja, ich muss erstmal hinkommen, mein Pferd ist nicht so schnell, Leute. Ich finde doch schön, dass das Pferd genau weiß, wo es hingeht. Ja. Und dass es auch freiwillig diesen Karton da trägt. Finde ich super natürlich, ne? Würde jedes Pferd im echten Leben auch machen. Laufpferd, ja. Laufpferd, lauf.
Lauf schneller, Psi. Ich weiß, du kannst das. Sie möchte nicht schneller laufen. Okay, dann halt nicht. Du hast ja gleich geschafft, du kleines dickes Etwas. Wenn sie da so steht, das Pferd stoppt und dann nähere dich sie. Wer nicht weiß, wer sie ist, denkt sich auch so. Hä? Was willst du von mir? Idris. Hallo, ich möchte mit dir reden. Halt! Sag nicht, wer du bist. Der Wundermarie Idris weiß alles. Natürlich. Ich bin Idris. Der Wundermarie Idris. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Einzigartige. Okay. Der Atemberaubende. Nenn mich, wie du willst, solange es nicht gewöhnlich ist. Okay. Du musst Santipe sein. Josefine, Surya, Lev. Ja? Letzteres? Ich muss wohl doch psychische Kräfte besitzen. Natürlich. Ein großartiger Narr hat einmal gesagt, jede Sekunde ist es, andere glücklich zu machen. Genau aus diesem Grund bin ich hier auf Jorvik. Für Menschen glücklich machen. Und wer weiß, vielleicht verbreitet sich die Freude, die ich hier verübe, ja eines Tages auf der ganzen Welt. Wäre das nicht großartig? Natürlich. Wie ich plane, meinen Gott mit der Freude zu verbreiten, indem ich die Fußstampfen des zuvor zitternden Nahts trete mit einem Zirkus. Und was ein toller Zirkus es werden wird? Magie! Wunder! Hätte das verrückt? Spaß! All deine Träume werden wahr und da wir hier auf Jörg sind, spielen die Pferde natürlich eine besondere Rolle. Aber ich schaffe das nicht alleine. Darum habe ich die Linie C auf eine sehr wichtige Mission geschickt. Hast du gefunden, warum ich dich gebeten habe, meine vierbeinige Gefährtin? Ich sag mal ja. Liv, würdest du die kleine Kiste zu öffnen und Inhalt dort auf das Podest zu legen? Ich werde dir einen weiteren tollen Trick von mir zeigen. Ja, natürlich, habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ich muss mal wieder absteigen, weil mein Pferd so groß ist und ich mich da nicht runterbringen kann. Fährt leise. Auch nicht das Eichhörnchen. Die Maske. Voilà, eine einfache Holzmaske. Masken verfügen über eine der stärksten Quelle der Magie. Sie erlauben es, eine andere Person zu werden. Das wahre Selbst der Person, die sie jetzt trägt, wird unsichtbar. Welche ist die Maske doch nicht so einfach? Okay. Kann ich auch. Ich kann nur keinen fetten Narr erschaffen, weil ich habe hier keinen. Tut mir leid. Xen, was bist du nur für ein Narr? Kein Wunder, dass du mein liebster Begleiter bist. Aber natürlich, sie, du bist auch mein Liebling. Wir sind alle eine große, glückliche Familie voller Sonderlinge. Kein Grund zur Eifersucht. Sind, begrüße meine Freundin Liv, die das Schicksal in unsere Mitte gebracht hat. Hab keine Scheu. Okay, er redet nicht mit uns. Vielleicht ist er Autist. So ist die. Hab ich gehört? Hallo? Gott, ist der groß! Merci, meine Gute. Oh Gott, geh mir weg mit Französisch. Da wir jetzt alle in einer Bürgerstadt wurden, sollten wir zur Sache kommen. Wir vier werden zusammen einen Zirkus aufbauen. Eigentlich sind wir ja zu fünf. Powerplays gehört jetzt auch zu unserer Familie. Als erstes steht das Zirkus-Zelt an. Zieh doch das Zelt aus der Kiste da drüben. Es ist nicht da? Moment, ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo ist. Hoppla! Eines davon muss so richtig sein. Geh darauf zu, Liv. Finde unser Zelt. Okay. Hab ja sonst nichts zu tun. Ich suche öfters mein Zelt. Hallo? Wer sind? Ha! Ich hab's! So, nach dem Quest machen wir erst mal Schluss. Wir sind schon bei 13 Minuten. Wo sind die anderen Kisten? Schall und Rauch, mein kleiner Froh.
für ein kleiner Froh, ja. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben unser Zelt. Ja, genau, wir haben unser Zelt und ich suche mein Pferd wieder und, ja. Hör erstmal auf mit dieser Folge. Denn wir sind schon bei 15 Minuten und, ja, ich möchte nicht, dass wir sind bei 14 Minuten knapp. Aber ich möchte nicht, dass die Folge zu lang wird, deswegen, ja. Würde ich sagen, machen wir dann hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter und bis dahin. Sie hat sich so ernsthaft in mich reingestellt. Okay. Oh, Leute, was habt ihr denn alle für Probleme? Ja. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.